Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute sprechen wir darüber, wie Worte unseren Tag beeinflussen können. Bevor du sprichst, bist du Herr deiner Worte. Du entscheidest, was du sagen möchtest und wie du es sagst. Aber nachdem du gesprochen hast, sind die Worte dein Meister. Sie haben Macht über dich und andere. Worte können uns aufbauen und auch zerstören. Sie können uns motivieren oder demotivieren. Sie können uns glücklich machen oder traurig. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir sagen und wie wir es sagen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir positive Worte verwenden, können wir eine positive Einstellung und ein positives Umfeld schaffen. Wenn wir negative Worte verwenden, könnten wir das Gegenteil erreichen. Wir können andere verletzen und uns selbst schaden. Deshalb sollten wir uns bemühen, immer respektvoll und freundlich zu sein. Wir sollten uns bemühen, andere zu ermutigen und zu unterstützen. Und wir sollten uns auch bemühen, unsere Worte mit Bedacht zu wählen. In der Tat gibt es eine alte Weisheit. Worte sind wie Pfeile. Sobald sie ausgesprochen sind, können sie nicht zurückgenommen werden. Deshalb sollten wir uns immer daran erinnern, dass unsere Worte Konsequenzen haben. Ja, wenn du immer nur denkst, kann das nicht, dann kannst du das nicht. Zusammenfassend lässt sich also sagen, bevor du sprichst, denke daran, was du sagen möchtest und wie du es sagen möchtest. Verwende positive Worte und sei respektvoll gegenüber anderen, damit am Ende des Tages Worte dich positiv stimmen, und denke daran, sie haben so viel Kraft und Macht. Ich freue mich auf ein Abo und ein Like. Danke, tschüss.